Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Und ich weiß, jetzt waren einige vielleicht überrascht sein, dass ich hier bin und nicht im Ahrtal, wie angekündigt. Und ja, das hat sich tatsächlich gestern ganz, ganz kurzfristig, nein, ich sage jetzt nicht, es hat sich ergeben, beziehungsweise ich habe es entschieden. Aber ich habe es tatsächlich aufgrund, ja, nicht von Befindlichkeiten oder Bequemlichkeiten oder so entschieden, sondern tatsächlich war es notwendig. Ich will das ein bisschen erläutern, denn ich denke, das betrifft auch jeden, der hier in dieser Community genuin interessiert und dabei ist. Ich muss gestehen, es war mir nie wohl, dass wir das so mit unglaublich vielen Vorankündigungen und Vorgesprächen und so groß aufgezogen haben, weil ich da schon meine Erfahrung habe von wegen Veranstaltungen, die am letzten Punkt dann noch boykottiert, sabotiert, gekippt wurden, ausgeladen wurden etc. Aber es ist mir wichtig, ich betrachte mich als jemand, der zu einem Vortrag kommt oder zu einem und dort auch die Menschen dann sieht, persönlich sieht und auch zum Angreifen und so weiter. Aber ich bin keine, die normalerweise in der Organisation mit drin ist. Das ist mir auch wichtig. Das möchte ich auch nicht. Also habe ich das mehr oder weniger ja so genommen. Es haben sich Hinweise vermehrt, dass wir damit überhaupt nicht mehr unter dem Radar liefen, sondern ganz das Gegenteil und also sehr auf dem Schirm waren. Und jetzt weiß ich, dass es ja viele gibt, die dann logischerweise, was ich auch verstehe, sagen, jetzt erst recht, ich lasse mich nicht einschüchtern. Das ist auch gut so. Und meine Person ist eine andere. Und aufgrund von Dingen, die sich für mich gestern zugespitzt haben, ich habe im Nachhinein erfahren, dass die Artikel schon vorgestern draußen waren, aber ich habe sie nicht zugespielt bekommen, sondern erst gestern. Da geht es zum einen natürlich um diese Artikel, die ihr alle gesehen habt, nehme ich an, in den deutschen Printmedien. Da wird jetzt eine neue Agenda, eine neue Verbindung wird jetzt geschaffen, nämlich Rechtsextrem und Esoteriker, was ich sehr eigenartig finde, aber okay, gut, das ist jetzt der neue Slogan und dass das ein allgemeiner ist, kann man daran erkennen, dass das wieder unisono ist. Hier in Österreich gab es auch einen sehr, sehr expliziten, detaillierten Artikel auf einer Webseite in Bild und Ton etc., der sich auf meine Person konzentriert hat. Hier werden Dinge miteinander vermischt oder behauptet, zusammengetragen, die teilweise stimmen, aber dann mit einer Lüge zusammengetan werden, Aussagen, die ich nie getätigt habe etc., oder Dinge einfach gefärbt werden. Kurzum, es ist tatsächlich eine Verleumdung. Ich habe auch gesehen, dass der Herr, der das gepostet hat, schon einige Verleumdungsklagen hinter sich hat und auch verloren hat. Gut, ich kann nicht klagen. Das Rechtssystem ist nicht auf meiner Seite. Das ist ganz eindeutig. Was das betrifft, bin ich freiwillig. Aber es geht hier nicht nur um mich. Es geht insofern um mich, als dass meine Kinder mir das Versprechen abgerungen haben, dass ich keine Risiken eingehe. Nun, in dem Fall war es ganz offensichtlich, es war alles aufbereitet und hat nur noch darauf gewartet, dass ich da jetzt anreise. Und das würde nicht nur meiner Familie und mir schaden, denn das muss nur gut aufbereitet sein und schon. Es geht immer um die Bilder, versteht ihr? Ja. Es geht also nicht nur darum, mich zu schützen und meine Familie und der Sache weiter dienen zu können, die keine Rechtsextreme ist, also ganz und gar nicht. Das ist das Absurdeste überhaupt, das zu behaupten. Denn es ist jenseits der Ideologie und jenseits der Politik. Es ist auf einer rein geistig-spirituellen Ebene, aber darauf komme ich jetzt noch. Es geht auch darum, euch zu schützen. Denn wenn ein Prozess gegen mich oder in dem Prozesse gegen mich gelaufen sind und vielleicht, wer weiß, schon wieder vorbereitet werden, ist das auch für euch nicht gut. Denn hier geht es tatsächlich darum, ne, das hat man gesehen in dem Artikel, dass etwas in Bild und Ton und festgehalten ist und Zitaten, und dann, damit kann dann
kann dann herumgebastelt werden. Das kann man in einen anderen Kontext geben und so weiter. Verbindungen schaffen, sodass ein Eindruck entsteht. Und dieser Eindruck ist ja, sobald es in einem Artikel veröffentlicht ist, für viele schwarz auf weiß, ne, gedruckt, Fakt. Und man kann es natürlich auch so, wie es ist, permanent weiterleiten, ob das jetzt an Behörden ist oder auch an andere Medien oder Telegram-Gruppen. Das passiert ja auch schon. Das heißt also, da entsteht das, was ich im November schon von einer anderen Seite gesagt habe, nämlich ein Rufmord. Aber ich mache hier nichts aus Angst oder sonst was und auch geht auch nicht um irgendwelche Befindlichkeiten, wie ich mich fühle oder was ich überhaupt nicht. Es geht tatsächlich hier um nackte Tatsachen, die geschaffen wurden. Für mich leider erst gestern. Ich wünschte, ich hätte das vorgestern gesehen, denn erstens hätte ich dann vielen noch Bescheid geben können und außerdem hätte ich noch mein Hotel stornieren können. Das war jetzt gestern nicht mehr möglich. Gut, wie auch immer. Ich möchte euch sagen, ich wende mich jetzt natürlich an alle, aber auch an die, die jetzt vielleicht nicht gefahren sind und zu Hause geblieben sind, vielleicht auch wegen des Wetters oder vielleicht wegen der Artikel oder vielleicht wegen der Absagen. Aber ich wende mich vor allem natürlich auch an die, die jetzt dort sind. Bei diesem Wetter, ich war gerade mit dem Hund draußen, ich hoffe, es ist bei euch ein bisschen besser als bei uns. Und natürlich auch viele, die sich jetzt enttäuscht fühlen. Ich möchte euch sagen, es war mitnichten eine Honigfalle. Es war, ich kann nur für mich sprechen, alles genuin, authentisch, wahrhaftig. Und niemand hat, oder ich weiß es nicht, vielleicht hätte man das auch absehen können, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach so gewesen, dass gestern das klar war. Vielleicht muss bei mir auch etwas manchmal krass werden, damit ich dann auch eine Entscheidung treffe, vor allem wenn es eine ist, die vom Herzen her was anderes sagt. Ich erinnere mich, das war im November auch so. Ich wollte mich damals nicht trennen von den beiden Burschen, aber das Leben hat eine Sprache gesprochen und meine Führung hat mich dahin geführt, dass ich quasi gar nicht anders konnte, als diese Entscheidung zu treffen. Und ja, so eine ähnliche Zäsur ist jetzt gestern passiert, also nicht falsch verstehen, nicht mit meinen Kollegen. Da gab es keinen Bruch diesmal, nein, im Gegenteil, da trifft das auch viel Verständnis, denn sie wissen um meine Situation, ne, dass ich ja hier tatsächlich, ja, hieß ja auch im Artikel, ne, dass ich verurteilt bin. Ja, das stimmt, wegen Verharmlosung und auf Bewährung bin, ja. Und das heißt also, es ist brandheiß, aber sie wussten, dass das ja keine leichte Entscheidung für mich war. Ich bin nicht jemand, der sich drückt, der schwänzt oder sich drückt oder der etwas ankündigt, was er dann nicht macht. Das ist nicht meine Art. Und von daher tut mir das sehr leid. Ich denke aber, dass es letztendlich so ist, wie es ist, weil es so sein soll, wie es ist. Sprich, die jetzt vor Ort sind, vielleicht auch mit einem Gefühl der Enttäuschung, dann ist das auch Teil der Erfahrung. Ich greife solche Dinge auch immer gerne in meinen Blicken auf und arbeite dann damit, gehe damit weiter, dass es nicht dort stecken bleibt. Aber natürlich auch, was ich ein bisschen so am Rande mitbekommen habe, ich tummel mich nicht in den Telegram-Kanälen, Verzeihung, weil das könnte ich nicht und ich will das auch nicht, weil dort ganz viel ausgetauscht wird, was ich gar nicht in meinem egregorialen Feld haben will. Da will ich nicht abgelenkt werden, deswegen tummel ich mich nicht in den Telegram-Kanälen. Aber ich habe wohl mitbekommen, dass einige da wirklich guter Dinge dorthin gefahren sind und gesagt haben, sie machen tatsächlich das Beste draus und treffen sich untereinander. Und das ist ja bezeichnend auch, was William gesagt hat. Es geht darum, dass die Menschen jetzt nicht mehr irgendeiner Leitfigur folgen, sondern sich untereinander vernetzen. Ich wünsche mir also, dass das im besten Falle möglich ist, dass ihr wirklich das Beste daraus macht. Und ich möchte hier jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, um ja diese Zäsur, die hier gestern bei mir durch die ich durchgegangen bin gestern, mit einigen Entscheidungen. Das möchte ich gerne transparent machen. Für die, die jetzt da vor Ort in ihrem Event sind, wird das jetzt gerade nicht passen, aber vielleicht passt es in einer ruhigen Minute, es sich dann anzuhören oder am Abend im Hotelzimmer oder wie auch immer. Ja, was hat mir das gezeigt? Ihr wisst ja, dass ich immer hier ein Dreieck vorschlage. Ne? Also hier ist, wo wir jetzt sind. Ne? Hier ist, was wir uns in der Zukunft erwartet, gedacht haben, die lineare Linie, was wir uns erhofft haben oder was uns präsentiert wurde oder was geplant war oder so. Und hier oben ist der Beobachter, ne? Der auf beides hinunterschauen kann und auch natürlich auf jeweils die ganzen Etappen, die hier dazwischen liegen, ja. Aber Ausgangspunkt kann immer nur sein, wo du jetzt bist, aber
wenn ich sage, du bist dort jetzt oder ich bin dort jetzt, dann ist das ja schon, das ist mein letztes Video. Denn das bin nicht wirklich ich. Hier oben ist ich bin. Und hier unten ist der Avatar. Das heißt nicht, dass ich den Avatar nicht lieb habe und nicht schätze, und weil der ist ja wichtig, ne? Also deswegen, ich bin da mittlerweile schon so gesehen, also das ist nicht nur Persona, ne? Ein Avatar ist ja der Spieler, die Persönlichkeit, die hier unten ist. Es ist die Turner, ne? Die hier agiert und den Blick macht. Aber es ist wichtig, von oben drauf zu schauen. Und an einem Tag wie gestern passiert das insofern noch verschärfter, weil natürlich, und jetzt bin ich vorsichtig, wie drücke ich es aus, es ist mehr, und glaube, ich benutze jetzt das Wort ganz bewusst, es ist mehr Emotion im Spiel. Ja, ich denke, das ist das richtige Wort. Es wäre nicht richtig zu sagen, hier ist mehr Gefühl im Spiel, es ist mehr Emotion im Spiel. Das heißt, Emotion ist so gesehen auch, was das Ganze anheizt, dass es in eine Dringlichkeit, ja, kommt. Da erzähle ich ja immer, das wisst ihr ja, dass der Hellinger immer gesagt hat, dass die Konflikte sich dann am schnellsten lösen lassen oder am schnellsten zu einer Lösung führen, wenn sie am heißesten hochgekocht sind, ne? Ja, und gestern war so ein Tag. Es war eine unglaublich geballte Energie, eine rote, heiße Energie. Und es war keine Kleinigkeit. Dieser Artikel war keine Kleinigkeit. Und all das, was gestern, also auch die Entscheidung, dass ich nicht fahren kann, dass das gar nicht geht, hat sich herauskristallisiert. Aber dann wusste ich noch nicht, ja, was ist denn bitte schön jetzt für mich der Sinn hinter dem Ganzen? Denn ich weiß, und das ist mein ganzes Weltbild, ich bin hier oben und die da oben, die ich bin, Präsenz, weiß, dass es immer einen Grund gibt, wenn hier sich das nicht realisiert. Und in diesen Zeiten heißt das für uns in allererster Linie permanent zurücklassen, zurücklassen und loslösen. Weil im Grunde genommen unsere ganze Welt, unsere ganze Matrixwelt, und da verweise ich jetzt auf mein vorletztes Video mit den 3%, ist so, wie sie ist, im Auflösen begriffen. Das kriegen ja auch die Dumpfbacken mit, dass es sich auflöst. Das heißt also, es macht keinen Sinn, sich daran festzuhalten. Es geht also immer darum, etwas zurückzulassen, damit etwas Neues entstehen kann. Und wenn es sich so wie gestern an einem Tag so kulminiert zeigt, ja, dann dient das natürlich auch hervorragend zur Veranschaulichung, auch wenn ihr vielleicht andere Themen habt. Aber vom Prozess her mag es ein ähnlicher sein. Ich habe also gestern festgestellt, und es hat mich irgendwie an den November erinnert, das weiß ich noch, wie der Frank Köstler gesagt hat: Oh, wenn du dich trennst, willst du wirklich die Trennung verkündigen? Das ist eine, und die Atombombe zünden. Das hat er damals gesagt. Damit hat er gemeint, ja, sie macht es ja eh nicht, weil es so heftig ist. Aber wisst ihr, so bin ich nicht. Wenn etwas notwendig ist, dann ich sage jetzt nicht, dann zünde ich die Atombombe, das wäre völliger Quatsch. Nein, wenn etwas notwendig ist, dann tue ich es. Dann trenne ich mich auch von einem Moment auf den anderen. Wenn es, und kümmere mich nicht um die Konsequenzen. Weil wenn etwas richtig ist, dann, wenn es sich als richtig erweist, dann bin ich radikal. Und insofern hatte das gestern ja für mich persönlich eine Erdrutschkonsequenz. Denn mir sind witzigerweise zwei Sätze aus dem Gespräch mit William in Erinnerung. Das eine ist der Schuss vor dem Bug und das andere den Knall nicht gehört haben. Und beides hat gestern in meinem Kopf permanent. Die Sätze kamen. Du hast den Knall nicht gehört, du hast einen Schuss vor den Bug bekommen. Mag sein, dass manche von euch das auch bekommen haben. Oder wenn nicht, dann könnt ihr das vielleicht transkribieren auf eure Situationen. Ja, und ich habe mich gefragt, warum war der Knall, warum musste es an einem so kulminierten Punkt, so kurz vor, nicht vorher, wisst ihr, nicht vorher, wo man das noch ruhig hätte abwickeln können, nein, sondern am Punkt, am Tag vor der Veranstaltung. Knall. Aha, mir war klar, hier geht es um etwas Tieferes oder Höheres, um etwas Fundamentaleres. Ja, und am Ende war die Entscheidung, und es kam bezeichnenderweise im Gespräch. Ich habe eine liebe Freundin angerufen und mit ihr gesprochen, und das ist oft so. Wenn wir mit dem richtigen Gegenüber sprechen, ist es, als würden wir zu uns selber sprechen und wir hören uns auf einmal reden. Und in dem Moment habe ich gesagt: Moment, ich weiß schon, wo es lang geht. Jetzt höre ich mich reden und weiß, wo es lang geht. Und zwar wurde mir klar, es ist jetzt die Zeit, der Geopolitik ist sowieso vorbei.
Das war sie schon seit Jahreswechsel. Und jetzt ist auch die Zeit vorbei, wo ich noch über Historie berichte. Das heißt, die Zeit, wo ich über die 3D-Matrix berichte, ist vorbei. Und da verweise ich auch auf das Gespräch, das der Sironias geführt hat mit dem Jan Walter, der mich ja kontaktiert hat und wir machen ein Gespräch miteinander. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr mal wieder mit Neuem. Das ist sehr schön. Und ich habe gleich gesagt, weil er gemeint hat, tauschen wir uns über Geopolitik oder über Spirituelles aus. Ich habe gesagt, über Spirituelles. So, und ich habe mir das angehört mit Sironias und das finde ich sehr spannend. Ich fand ihn früher für mich irgendwie zu weich, weil das war. Da war ich noch nicht, früher konnte ich noch nicht so gut unterscheiden, wenn Sätze nur schön klingen oder ob sie fundiert sind. Und jetzt, wo ich so viel mehr zu Hause bin in dieser anderen Welt, weiß ich ganz genau, wenn ich mir das anhöre, ja, das stimmt. Unsere Zugänge mögen andere sein, aber die Erkenntnisse daraus sind ganz ähnlich. Da weiß ich, ja, genau so ist es. Und er hat unter anderem darüber gesprochen, dass es jetzt die Zeiten vorbei sind, wo wir noch irgendwie Berichterstattung machen müssen über Adrenochrom und Ukraine oder sonst was. Es gibt genügend, die das sehr, sehr gut machen, die sich dort spezialisiert haben. Ich verweise hier wirklich auf Ukraine, was Ukraine betrifft, auf den Thomas Rüper. Ich verweise auf die Eva Herrmann in Bezug auf mit ihrem Partner. Gott, warum fällt mir sein Name? Das ist wirklich langsam unangenehm. Weil ich so oft verwechselt habe, bin ich jetzt schon so vorsichtig. ja, also die Gespräche, die Eva Herrmann führt mit ihrem Partner, ich höre sie mir an. Ich finde, dann ist man gut, dann weiß man gut, ne, was Sache ist. Ich höre mir, wie heißt sie, Telegram, habe ich mal geteilt, fand ich auch sehr, sehr interessant. Der andere Blickwinkel, oder wie heißt sie? Das ist der andere Blickwinkel, genau, auf Telegram. Also es gibt da sehr, sehr viele, die sehr, sehr gute Berichterstattung machen. Und von daher denke ich, braucht es da nicht, dass ich da auch noch mitmische. Und von daher habe ich dem jetzt komplett entsagt, auch diese geschichtliche Betrachtung. Ich werde jetzt in Zukunft den Weg weitergehen, der sich sowieso bereits seit Jahreswende sehr, sehr stark rauskristallisiert. Ich möchte euch aber kurz erklären, was das eigentlich heißt. Weil ich weiß, dass jetzt sehr viele sagen, oh, der ESO-Schmu, und das interessiert mich doch alles nicht. Ich finde es übrigens wirklich bezeichnend, dass jetzt hier das zusammen verlinkt wurde, rechtsradikal und Esoterik. Ja, wenn man versteht, was wirklich Esoterik ist und was das wirklich bedeutet, dann weiß man, das kann nur jenseits von jeglicher Ideologie stattfinden. Das heißt auch jenseits von jeglicher Politik. Ja, nur so nebenbei. Ihr wisst ja, ich wiederhole mich jetzt nicht in Bezug auf die 3% und 97%, denn ich denke, ich hoffe, ihr habt meinen letzten Blick oder meine letzten Blicke gesehen. Ihr habt vielleicht das Sonnenkind von der Giuliana Conforto gelesen und darauf werde ich auch noch mit vielen anderen Gesprächspartnern weiter darauf eingehen. Das ist ein Weg, den kann man miteinander gehen. Auch mit dem Hans-Peter Freiherr von Liechtenstein habe ich da schon ausgemacht, dass wir Sendungen bei OKiTalk wieder machen. Das heißt also, da wird es noch genügend geben. Ich möchte jetzt hier etwas anderes veranschaulichen. Und zwar, was unterscheidet es oder warum habe ich das Gefühl, dass ich hier über etwas berichten soll, was meiner Meinung nach niemand anderer oder nein, anders, meiner Kenntnis nach niemand anderer macht. Also ich weiß, dass Robin Kaiser da viel macht und auch sehr wertvoll. Ich weiß, dass der Sironias das macht, auch sehr wertvoll. Der Alexander Wagand. Ich möchte jetzt niemanden ausschließen, also es geht jetzt nicht darum. Rudolf Steiner zum Beispiel hat es gemacht, aber er ist sehr schwer verständlich. Also ich verstehe jeden, der sagt, man kann den Rudolf Steiner im Original fast nicht. Es ist im Grunde genommen verstehe ich es nur, indem ich dort war oder indem ich den Raum kenne, von dem er berichtet, kann ich sagen, ah ja, aber ich könnte es sonst nicht verstehen. Das heißt, worum geht es mir? Ihr wisst, dass ich, jetzt tue ich es doch noch mal aufzeichnen. Ihr wisst, dass ich das so gezeichnet habe, wie es die Giuliana Conforto auch gemacht hat mit diesem Tortenstück, jetzt nur zur Wiederholung, ne, wo, und das ist wissenschaftlich erwiesen, noch einmal für die, dass wir hier in einer 3%-Matrix-Welt leben, die sich darauf beschränkt, was wir wissenschaftlich messen können und was wir mit den Augen sehen können, mit den Sinnen begreifen können, was also sozusagen für uns Realismus ist, Fakt ist. So, aber 97% des Ganzen wird von uns nicht wahrgenommen, wird nicht erkannt.
Es wabert sozusagen und die meisten reden dann hierarchisch. Sie reden davon, oh, wir sind in der dritten Dimension und die vierte Dimension ist der Übergang und die fünfte Dimension ist, wo wir hinwollen. Und dann reden sie immer vom Aufstieg oder von Erwachen. Ja, und natürlich, in einem gebe ich Ihnen schon recht, wenn du hier drinnen bist, ist es wichtig, dass du weißt, wo du bist, also dass du das erkundest. Wenn du keine Ahnung hast, wo du drinnen bist, ist das schwierig mit dem Erwachen. Irgendwann einmal hast du aber kapiert, wo du hier drinnen bist und dann muss auch irgendwann einmal gut sein. Also zur Unterscheidung, ja, was oder Unterschied ist zwischen dem und dem, ist es natürlich notwendig, dass wir das kennen. So, das ist für mich eine Analogie zu dem, wenn wir sagen Psyche. Na, also früher hat sich das auf die uns kennen, hat sich auf die Anatomie beschränkt. Wir schneiden uns auf und schauen, was ist da drin. Also nicht wir uns, aber die anderen wissenschaftliche Erkenntnisse, wie ist der Körper beschaffen, über die Biologie. Dann wissenschaftliche Erkenntnisse über ja über die Psyche. Das war jetzt die ganze Zeit ganz wichtig. Ne? Oh, erkenne dich selber heißt, wer bin ich und wie viele und wozu bin ich da? So und dann natürlich auch Hirnforschung, ne? Aufschneiden und schauen und Experimente und so weiter. So, das ist alles innerhalb dieser 3%. Das heißt, wenn ich gesagt habe, das ist irgendwann einmal für mich eine Conditio sine qua non, dass ich sage, das ist für mich wie heißt es so schön? Been there, done it, got a T-Shirt. Ne? Da war ich, da habe ich alles gemacht, da habe ich ein T-Shirt erworben. Also im Sinne von, das ist abgegrast. Ja, ich habe das Gefühl, was mich betrifft, ist das abgegrast. Deswegen werde ich dann auch so ungeduldig, wenn mir jemand immer noch mit, das fühle ich und damit meint er die Psyche kommt. Weil es ist nun mal so, wenn wir das jetzt vergleichen mit der Raupe und dem Schmetterling, ja, und da haben wir ja genügend darüber berichtet, nicht nur ich, auch die Rasselenberg und andere auch, ganz viele, was es bedeutet, wenn hier ist die Raupe, und sie kann erst zum Schmetterling werden, indem hier Imagozellen gebildet werden und die werden aber angegriffen von den anderen und nur wenig überleben und dann kommt der entscheidende Moment, nämlich wo dieser Schmetterling sich davon befreit und seine Flügel ausbreitet und zu fliegen beginnt. Und glaubt ihr, er könnte dann noch gebrauchen, dass sich dann andere an ihm dranhängen und sagen, das müssen wir aber ausdiskutieren oder ich fühle da was anderes oder horch mal in dich hinein oder der ganze Blödsinn. Das wird ja auch als Analogie begriffen, wenn man sagt, dass eine Hummel rein theoretisch gar nicht fliegen kann, weil sie viel zu schwer ist. Er kann sie dann noch vertragen, dass man sich noch an sie anhängt. Das heißt, wenn ihr verstehen wollt, warum ich so ungeduldig bin und sage, ich habe keine Lust auf Diskussionen, auf Argumentationen aus dieser Welt. Ja, warum? Weil die Welt kenne ich. Niemand braucht mir diese Welt erklären. Ich weiß das alles, aber was nutzt es? Was nutzt mir das? Ich weiß nicht, wie viel die Video jetzt noch zu Klimawandel und wer wen jetzt irgendwie wann massakriert hat oder so. Wir wissen es alles. Oder wir wissen es alles. Und die anderen, die es noch nicht wissen, haben andere, die sie da durchführen. Ich habe erkannt, mein höheres Selbst führt mich dazu, weiterzugehen. Ich überlege, ob das wirklich stimmt, das Wort weitergehen. Weitergehen. Ja, auf jeden Fall, es geht darum, die Flügel auszubreiten, beziehungsweise wenn man selber schon fliegt, anderen in irgendeiner Weise dabei zu helfen, ihre Flügel auszubreiten. Das heißt also, wir sind wieder einmal an dem Punkt, wo ich sage, der Kontakt findet an der Grenze statt. Ich wende mich also an die, die hier an der Grenze sind. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe oft schon dieses Bild gebracht von der Grenze, ne? Von der Felsspalte oder ihr könnt es natürlich auch so sehen. Es ist egal, wie ihr es seht. Ich denke, die, die sich von mir angesprochen fühlen, sind die, die entweder sich die nahe der Felsspalte sind, die sich da schon hinbewegen, die an der Felsspalte hängen oder gerade die Felsspalte überwunden haben. Oder aber, und jetzt komme ich zu einem anderen Bild, welche, die bereits hier Kostproben erleben, aber immer wieder hierher zurückfallen, beziehungsweise nicht wissen, wie sie die Verbindung stabilisiert halten können. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ich sage nicht, dass wir aus der Matrix-Welt in dem Sinne rausgehen. Oder wenn, dann geht, jetzt sind wir schon, jetzt kommen wir der Wahrheit näher. Mein Avatar ist in jedem Fall hier. Dort ist mein Avatar. Dort ist die Turner. Ne? In dem Haus mit den beiden Katzen und dem Hund und dem Kindern in der Umgebung oder wo auch immer, in Wien, in Chicago, wo auch immer, mit den Blicken und so weiter. Mein Avatar Turner ist hier. Logisch, weil nur hier kann ich wirken.
Würde ich nicht mehr hier wirken, dann wäre ich bereits ein Engel. Nein, Scherz, dann wäre ich im Anderland. Ja, dann wäre ich da. Wenn ich nur noch da wäre, dann wäre ich mit meinen Ahnen. Jetzt wären wir übrigens beim Ahrtal. Ja, genau, da sind wir beim Ahrtal, weil die Ahnen sind hier. So, das heißt also, mein Avatar bleibt hier und handelt hier. Steckt hier das Mikrofon ein, hat hier den Stift, hat hier die Zeichnung, denn sonst könnte ich hier nichts, keine Ursache, Entschuldigung, keine Wirkung setzen. So, jetzt sind wir am springenden Punkt. Die Ursache liegt nicht hier. Vielleicht liegen manche Ursachen auch hier, das weiß ich nicht. Aber die Ursache, die ich setzen will, die befindet sich hier. Das heißt, wovon reden wir? Die Ich Bin, das Ich Bin, ist nicht hier drin. Das Ich Bin ist hier, ja, und schaut von oben. Und ich bin, ist sozusagen, und ich möchte das veranschaulichen, damit ihr wegkommt von diesem, oh, ich muss irgendwo hin mich meditieren oder hin wegbeamen oder ich bin ja noch nicht so weit oder das sind andere, die mir das sagen, deswegen channel ich irgendjemand oder habe mal einen Wahrsager oder irgendeine kluge Frau oder einen klugen Kerl, der mir da weiterhilft. Nein, es ist in euch. Also hier ist die Ich Bin, ja, hier in der Mitte. Das ist das Ich Bin. Und wenn ihr das jetzt so seht, dann seht ihr, dass ich von hier oben die 100% und die 100% mögen jetzt nicht diese Scheibe sein. Das ist jetzt nur zur Veranschaulichung, ja. Ihr versteht, was ich meine, ja. Aber von da bin ich Herr über die ganzen 100%. Das dient zur Veranschaulichung. Denn wenn ich jetzt einfach sagen würde, okay, wir sind hier in einem abgegrenzten kleinen Bereich, ja, der schwarze Kubus sozusagen, ja. Da sind wir und rund um uns ist ein unendliches Feld, ein Universum, ein unendliches. Dann stimmt das vielleicht, ob das jetzt rund ist oder eckig, ist auch noch bezeichnend. Komisch, ich habe immer das mit dem Schwarzen, habe ich immer als eckig gesehen. Aber jetzt könnte es auch die runde Welt sein, das ist jetzt wurscht. Aber das, was rund um uns ist unendlich. Und es ist unendlich, sowohl außen, rausgeklappt außen, als auch reingeklappt in uns. Es ist also, deswegen habe ich über Umstülpung und Ausstülpung geredet, weil es gleichzeitig in uns ist und außerhalb. So, aber zur Veranschaulichung, zur Verortung auch, ist das hier gut geeignet. Wir brauchen einen Referenzpunkt. So, und jetzt gehe ich zu einer anderen Zeichnung über, um das zu veranschaulichen, wovon ich rede. Ist das schon soweit? Ich überlege gerade. Ich habe das im letzten Blick versucht zu erklären. Es geht, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Es geht also darum, wie können wir hier Wirkungen setzen, die hier eine andere Konsequenz haben als das, was wir jetzt erleben. Und das ist nichts Abstraktes und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich könnte euch nicht darüber berichten, wenn das etwas Abstraktes ist. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt wie Christoph Kolumbus, ja. Wir haben ein Ausgangsland, ja, Spanien. Hier haben wir das Meer, den Ozean, ja. C.G. Jung. Wobei, das habe ich schon im letzten Blick gesagt, ne? Der ganze Unbewusste von Freud, vor allem von Freud, aber letztendlich ist C.G. Jung auch nicht ganz dabei rausgekommen, ne? Ist immer von wegen, ja, das, was wir verdrängt haben. Aber es ist viel, viel größer. Und ich glaube, C.G. Jung ist am Ende seines Lebens dahin gekommen oder in der zweiten Hälfte. Ich werde jetzt das Rote Buch bald mal lesen, dann weiß ich mehr darüber. Auf jeden Fall, hier ist der Ozean. Und hier ist Amerika, ja? Das neue Land, ja? So, also das muss jetzt in dem Fall groß sein. Fantastisch groß. Also das hier ist ein kleines Fuzziland, ja, ein armes, abgewracktes Fuzziland. Das ist sozusagen diese 3%. Und hier sind 97% neues Land, ja, also unendlich. So. Nennen wir es Terra Incognita, okay? So. Jetzt, als Kolumbus, und ich meine, es ist mir jetzt wurscht, ob es Kolumbus gab oder ob das so ist, ich verwende jetzt nur die Geschichte. Also, als Kolumbus gesagt hat, okay, Königin, bitte gib mir Geld, ich habe die Vision, ich will darüber fahren, haben natürlich alle gesagt, der hat ja einen Gletscher. Der spinnt ja. Erstens gibt es das nicht, zweitens kann man da eh nicht hin, außerdem fliegt man bei der Hälfte runter und so weiter. Und ihr kommt nie zurück und ihr kommt auch nicht hin und wie auch immer. So, an einem ähnlichen Punkt sind wir jetzt. Ne? Solche Zeitungsartikel sind genau das. Ne? Sie sagen, versuch gar nicht erst dahin zu kommen. Gut, okay. Jetzt haben wir dann ein Schiff. Santa Maria, glaube ich, hieß sie, ne? Ist egal. Also wir haben jetzt mal, nehmen wir mal symbolisch, ja, ein Mann mit einem Schiff fährt hier rüber.
Was heißt das? Das heißt, wie bei einem Spinnennetz. Erstmal ist es nur eine Idee. Und dann wird ein ganz, ganz zarter Faden gesponnen. Ja? Ich nenne das jetzt ein ganz zarter Faden. Ja? Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich rede über etwas und es ist noch ganz, ganz nebelig, noch ganz wabernd. Es ist nur eine Ahnung. Ja? Ich kriege nur so einen Zipfel zu fassen. Ja? Das ist, wenn so ein seidener Faden sich spinnt. So, die Seidenraupe fällt mir da ein. Ne? Ein ganz, ganz zarter seidener Faden. Und der kommt hier an. Dockt hier an diese Information an. Also so gesehen können wir das auch als eine Glasfaser oder so etwas sehen. Also sprich, es wäre Uranus. Das wäre, was jetzt passiert mit Pluto im Wassermann zum Beispiel, ne? Das ist Uranus. Das ist so nicht Elektrizität. Elektrizität war letztes Jahrhundert. Jetzt haben wir Verbindungen, ne? Erstmal eine ganz noch ganz, ja, also Pionier, Pionier. Da kommt die Information, hier wird die Information, ist hier und die wird dann hier rüber. Und dann weiß der, oh, da ist irgendwas, irgendwas ist da. Aber es ist noch ganz vage. So, dann kommt, er fährt wieder zurück, er bringt die Information hierher. Er nimmt zwei oder drei mit, ja, und es verdickt sich hier. Dann wird ein dickerer Strang daraus, ne? Und irgendwann einmal baut sich das immer mehr aus. Und du kannst immer mehr von hier, also dann ist irgendwann einmal die Frage, worum geht es eigentlich? Geht es darum, Informationen von hier nach dort zu bringen? Oder geht es darum, hier eine andere Ursache zu setzen, die das hier verändert? Also sprich, was ist der Zweck des Ganzen? Denn würde der Zweck sein, dass wir nur noch hier wären, dann würde ich schätze, dann wäre ich tot. Ich schätze mal, was will meine Seele dann hier? Hier ist an die Materie gebunden. Hier ist die geistige Welt, die feinstoffliche Welt, die geistige Welt, die ist nicht an Materie gebunden. Damit sie sich hier manifestiert, muss ich wieder zurück und sie hier am Körper, am Avatar, durch ihn überbringen lassen. Und das ist, was ich jetzt vorhabe, oder nein, das ist nicht, was ich vorhabe, das ist, was ich schon mache, aber es hat sich seit gestern für mich ganz, ganz deutlich gezeigt, dass das jetzt meine Aufgabe ist. Das heißt also, wird es jetzt darum gehen, dass ich in jeder Sendung irgendwie sage, nein, sondern dass ich genau das veranschauliche, dass ich immer mehr hier eine andere Wirkung setze, indem ich hier im Geistigen die verschiedenen Ursachen, die verschiedenen Möglichkeiten, hier das Land belebe, es erkenne und darüber hier berichte, so dass, wenn jemand hier ist, ja, bekommt er vielleicht Lust, sich aufzumachen und seinen eigenen Faden darüber zu spinnen, seine eigene Erfahrung zu machen. Oder aber es ist jemand, der den Weg schon mal gemacht hat, aber vielleicht hier noch Angst hat, runterzufallen, weil es noch nicht stabil genug ist. Oder er war da, aber er hat es überhaupt nicht gecheckt. Er war da, er war vielleicht im Traum da oder in irgendeinem außer, keine Ahnung, irdischen Erlebnis oder in irgendeiner aus existenziellen Geschichte heraus und kapiert aber gar nicht, was war denn das? Was war das? Vielleicht dreht er auch durch und wird in die Klapsmühle eingeliefert. Ich weiß nur, dass ich da, als ich da, oder indem ich, woanders, indem ich vor 7 oder 8 Jahren dort gelandet bin, vor 7 Jahren, dort gelandet bin, und aus dem rauskatapultiert wurde und dann erst langsam meinen Rückweg wieder gefunden habe, um hier zu wirken, habe ich nicht immer gewusst, was ist das. Im Gegenteil, am Anfang habe ich nur. Das habt ihr vielleicht, wenn ihr meine Blicke lange verfolgt, dann wisst ihr, dass ich da, ich habe immer in Kritzeleien versucht, es zu vermitteln, aber es fiel nicht leicht. Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Mittel, beziehungsweise jetzt werde ich geführt. Ich bin jetzt dahin geführt worden. Und indem ich dahin geführt worden bin, weiß ich, dass ich in jedem Blick dann auch die richtigen Bilder, Symbole und Worte, bekomme, um es euch zu verdeutlichen. Verdeutlichen, das klingt irgendwie, um es euch zu veranschaulichen. Ja, denn letztendlich, es ist euer Weg. Es ist euer Weg. Ich kann euch nur von meinem Weg berichten und von meinen Erfahrungen. Und ich kann euch eines sagen, wenn ich immer wieder höre, ja, aber wenn du da nicht weißt, wie du überlebst, dann interessiert dich das nicht. Ja, dann kann ich nur sagen, naja, dann sollte es dich umso mehr interessieren. Denn ich kann nur eines aus dem Alltag sagen, sowohl aus meinem eigenen,
Deswegen bin ich kein Freund von der Reinkarnation, von der ewigen Karma-Geschichte, weil das war früher vielleicht notwendig, keine Ahnung, in vielen Leben und Jahrtausende und Jahrhunderte und was weiß ich. Heute weiß ich, dass das ein fast schon direkt wirkender eine Feedbackschleife ist, die fast schon direkt wirkt. So wie der gestrige Tag. Es war quasi, der Input wurde gesetzt und die Entscheidung und die Wege haben sich direkt gezeigt. Es war ein Weg, eine Wegscheide. Der Weg hat sich geschieden und es war in dem Moment schon klar, wo es nicht lang geht und wo es lang geht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung heißt, dass ich jetzt radikal mich darauf konzentriere, denn ich denke, das hier, nicht ich denke, ich weiß, das hier ist das, wovon Giordano Bruno gesprochen hat, wo es ist eine unendliche. Es ist das Paradies. Es ist ein Ozean von unendlichen Möglichkeiten. Und das heißt also, wenn es darum geht, wie wirkt diese Wirkkraft zurück auf unsere Existenz, dann kann ich euch hier unendlich mitnehmen. Mitnehmen. Ja, ich will euch nicht mitnehmen. Ja, im Geiste vielleicht. Nein, ich kann euch unendlich viel erzählen, weil ich einfach in meinem täglichen Leben, und das ist das Wichtigste, mein tägliches Leben, ja, gestaltet sich als eine Direktverbindung. Es ist, als hätte ich eine Standleitung, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt, also man darf sich das nicht vorstellen, ich bekomme nicht, ich channel nicht oder bekomme ja Durchsagen oder sonst was. Also manchmal schon bekomme ich Eingebungen und manchmal ist es einfach noch, ja, dann ist es noch dieser ganz, ganz zarte Faden. Irgendwie wabert etwas, aber ich krieg es noch nicht zu fassen. Dann führe ich ein Gespräch mit jemand oder es kommt ein Film zu mir oder es kommt irgendein Ereignis zu mir oder im Alltag irgendetwas und auf einmal macht es Klick und dann ist mir klar, ah, dann kann ich es entschlüsseln. Es ist wie eine kodierte Sprache. Es ist, ja, so gesehen wären wir wieder bei Bletchley Park, bei Enigma. So gesehen ist es ein bisschen wie dekodieren. Als würde ich entschlüsseln. Wenn ich ein Problem vor die Füße geknallt bekomme oder im Leben, so wie gestern, oder wenn meine Kinder mir jeden Tag, ne, per Telefon oder direkt mir erzählen von irgendetwas, einer Herausforderung. Was ich mache, ist, ich schaue, dass ich es entschlüssel. Und entschlüsseln hat jetzt, da kann man so gesehen schon eine Parallele zu dem Code, zu dem von einem Safe, ne? Weil die müssen ja auch so hinhören. Ne? So genau, was ist es? Ich habe mal nachgedacht über den Unterschied von fühlen und spüren, weil ich denke, fühlen hat ganz viel mit diesen 3% zu tun. Fühlen hat ganz viel mit der Psyche zu tun. Deswegen werde ich mittlerweile schon irgendwie auch allergisch, ehrlich gesagt, gegen das ewige Fühlen. Fühl mal hin, fühl mal rein, fühl mal rüber. Ich fühle das, ich weiß nicht. Also, aber das mag jetzt einfach nur, keine Ahnung. Ich bin manchmal schon so fed up mit dem Alten. Wohingegen merke ich, wenn ich spüre, spüren, da bin ich nicht. Also fühlen ist mehr. Da sind die unteren drei Chakren mit im Spiel, da ist die Psyche mit im Spiel. Es ist mit dem Körper. Fühlen hat mehr mit dem Körper zu tun. Spüren, ich weiß nicht, ob es das ideale Wort ist, aber ich habe jetzt kein besseres. Spüren heißt für mich reinspüren, aber auch rüberspüren, drumrum spüren, was da so wabert. Ne? Oft kommt mir auch der Begriff durchdringen. Durch das Spüren kann ich etwas durchdringen. Das ist übrigens, was die Leute machen, wenn sie einen Safe knacken. Ne? Dann gehen sie doch da rein. Das ist es. Das ist es. So. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Wenn ich mit meinen Kindern telefoniere, die erzählen mir von irgendeiner Thematik, dann weiß ich zum einen schon immer, ist es überhaupt der rechte Augenblick oder ist es noch, aha, wir haben noch nicht alle Informationen. Es entwickelt sich noch. Mal sehen, dann schauen wir weiter. Es entwickelt sich. Und wenn dann der Knackpunkt ist, sowas wie gestern, wie der gestrige Tag, wo du merkst, so, jetzt bist du dran, jetzt ist der Punkt, wo das in die Drehung kommen kann. Da ist auch genügend Energie, wenn man das jetzt mal ganz neutral betrachtet, ne? Von wegen Emotionen, einfach genug Energie, genug Feuer in der Schoße, dass es explodieren kann oder implodieren oder wie auch immer. Und ja, das war gestern so ein Tag. Und dann merkst du auf einmal, boah, der Durchstoß, der Durchbruch kommt. Dann hast du es auf einmal. Ah, dann kommt dieses Heureka-Erlebnis. Jetzt habe ich es. Na, das war bei mir gestern in meiner Situation, dass mir ganz klar war, ah, Schluss mit Geopolitik, Schluss mit Geschichte, Schluss mit dem, was hier in den 3% abgeht. Das ist abgegrast, das ist genug. Jetzt geht es darum,
Reiseleiter zu sein, Vorreiter, Pionier zu sein. Ein Edison, nein, nicht ein Edison, oh, Entschuldigung, wie heißt der andere? Also, als das noch um den Strom ging. Also, wenn ich mir vorstelle, man würde über den Ozean, im Ozean unten drunter so Glasfaserkabeln oder sowas, sowas eher. Also, sprich, eine Verbindungen schaffen, die aber nicht. Sie mögen abstrakt erscheinen. Ich versuche sie hier möglichst so zu veranschaulichen, dass ihr einen Referenzpunkt habt, dass ihr nicht im Nirvana seid und nicht, denn am Fliegenfänger hängt ihr, wenn ihr nur das als Realität ansieht. Hier drinnen hängt ihr im Fliegenfänger. Na, dieses ewige, oh, wie schrecklich, und jetzt haben sie das gemacht, jetzt haben sie das gemacht, oh, jetzt haben sie auch noch das gemacht. Ja, logisch, dass es sich zuspitzt. Na, nur na, nicht, spitzt es sich zu, weil sie natürlich wissen, wie viele hier bereits Borderline sind, sich an der Grenze bewegen, na, Grenzgänger sind und sich mit dem hier schon befassen, mit dem schon liebäugeln, mit dem schon Kontakt aufgenommen haben. Und deswegen müssen sie hier natürlich logischerweise jetzt alles auf eine Karte setzen, das ist klar. So, aber meine Aufgabe ist eine andere, das erkenne ich. Und wisst ihr, da ist es mir jetzt vollkommen egal. Ich weiß, die einen mit ihrer Geopolitik haben unglaublichen Zulauf, das ist mir klar. Und ich habe hier jetzt von, ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich immer an die Zahl von 165.000. Komisch, warum eigentlich? Das war damals, ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte. Und jetzt sind es oft nur noch 5.000 oder 6.000. Und wisst ihr was? Das soll so sein. Es soll so sein. Und das gehört auch dazu unter diesem Radar. Nicht hier. Über 100.000 war das, was mir ja so gesehen in den Kragen, also was mich in die Anklage gebracht hat. Alle über 100.000 werden verfolgt. Und mittlerweile werde ich halt noch verfolgt, weil ich schon bei denen in den Fängen bin. Aber mir ist klar, es kann einer oder zwei sein, der versteht, wovon ich hier rede. Und der dadurch für sich in seine Befreiung kommt. Ich sage es jetzt mal so, Erlösung, Erlösung. Ja, ich glaube, es ist wirklich tatsächlich Erlösung. Wenn wir das Spielfeld ja nutzen, aber nicht mehr da hier verhaftet sind, das ist Erlösung. Und Erlösung hat nun mal viel damit zu tun, dass wir uns hier ein Stück weit lösen. Aber es ist nicht so, dass wir dann, das kann ich euch als Feedback jetzt einfach geben, also aus meiner Erfahrung der letzten Jahre kann ich euch versichern, es mag so wirken, als wärst du hier im luftleeren Raum, aber du bist es nicht. Das ist meine Aufgabe, das sehe ich als meine Aufgabe von nun an, dieses Feld hier zu befüllen, es zu veranschaulichen. Es ist nicht eine Soße. Und ich meine, einfach zu sagen, es ist eine weiße Masse oder es ist eine schwarze Materie, ja, ist es aber nicht. Ich belebe und bewohne dieses Feld. Und was das bedeutet, sage ich euch über ein ganz, ganz eigenartiges Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit mit einer lieben Freundin bei mir zu Hause den Film gesehen, Ein Jahr in der Hölle. Da geht es um Singapur, Jakarta, um die Machtablöse von Sukarno und so weiter. Also eine heftige Zeit, 70er Jahre, glaube ich, war das. Und 80er, 70er. Auf jeden Fall, das ist die Linda Hunt, spielt diese Hauptrolle, einen kleinen Zwerg, einen Mann, einen Fotografen, der unglaublich gescheit und unglaublich angebunden ist an die andere Welt, sage ich jetzt mal, an die geistige Welt. Und man sieht ihn, wie er zum einen Akten schreibt, über jeden eine Akte anlegt, wo er sich Gedanken macht über denjenigen und ihn entschlüsselt und das niederschreibt. Also sprich, es ist dann schon schwarz auf weiß. Man sieht, wie er Dinge ausschneidet, ja, Fotos ausschneidet, sie einklebt, Bildbänder macht, auch an der Wand Kompositionen. Ganz viel ist gestaltend. Auch in seiner Wohnung sieht man, alles ist gestaltend. Das hat mich an meine Wohnung erinnert, weil ich liebe auch so gestalten. Ob ich mit Stoff gestalte oder im Garten gestalte oder in der Wohnung oder Kleider nähen oder wie auch immer. Es ist völlig egal. Was möchte ich damit sagen? Es geht nicht, also dieses immer nur von A nach B, ja, dieses Lineare, irgendwo hin und dann will ich das bewirken, dieses Zweckdenken. Das ist einfach 3%, das ist Matrix. Und sobald ich in irgendeiner Weise in der Ritualebene bin, schöpfe ich etwas, ja. Ob ich jetzt einen Samen setze, damit eine schöne Blume draus wird oder ein Arrangement mache, ich erlebe das manchmal, dass ich am Tag so vor mich hin meander und einfach nur mal das mache, mal da, und ich weiß gar nicht, was mache ich hier eigentlich. Und am Abend komme ich drauf, ich habe ein Puzzle gemacht und am Abend ist es gut.
Das erinnert mich an die Schöpfung, ne? An diese 7 Tage. Ich meine, ihr könnt eure Schöpfung machen. 7 Stunden, 7 Tage, 7 Minuten, es ist egal. Und ihr wisst es gar oft gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Warum kritzel ich hier? Oder warum arrangiere ich etwas? Oder warum mache ich ein schönes Gericht? Im Grunde genommen, alles, was ihr hier macht, ja, wenn es von dem hier beseelt ist, trägt es dessen Geist in sich. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt folgen, und wenn nicht, dann, ja, dann folgt ihr mir einfach vielleicht jetzt auf der weiteren Reise. Ich finde das schön für diejenigen, die da immer noch dranbleiben und für sich daraus was für sich ziehen können. Und ich finde es sehr traurig, wenn jemand das nur anhört, damit er mich dann irgendwo denunzieren kann. Aber es ist, wie es ist. In diesem Sinne, das Wetter hat sich geklärt. Ich hoffe, auch im Ahrtal hat es sich geklärt. Und ja, im Geiste und in der Seele bin ich mit euch verbunden. Alles Liebe. Tschüss.